Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind zurück in Kadara Port. Gucken gerade diesem Schiff beim Landen zu. Ach, da drüben landet das. Und ja, wollten uns hier mal ein bisschen umgucken noch. Zum Beispiel nach diesem Datenpad. Ladungsverzeichnis. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Quest noch spannend wird. Ja, mit ihm wollten wir noch mal reden, mit Grayson. Wo landet denn das Schiff? Ach, da drüben. Ja, wackelt ein bisschen. Landet auch nicht. Na gut, dann halt nicht. So hübsch wie die Tempest ist es eh nicht. So, mit Grayson wollten wir noch mal reden. Remy made it back safe. I've promised to take care of her protection fees for the next few months. Hmm. Das ist aber schön. Make that indefinitely. But she was almost eaten alive. All right, fine. Thanks for finding her. I owe you. Yep, das sehe ich genauso. Thanks, Pathfinder. Ja, bitte gerne, kein Problem. So, wir wollten, was wollten wir denn eigentlich machen, Leute? Ach ja, mit Race wollten wir uns in Kallas Song treffen, weil ihm ja eine Ladung abhanden gekommen ist. Irgendwie hat er das geschafft. Ach, und hier gibt es wieder diese elendiglich langsamen Türen. Na toll. Na, wenigstens wird hier heute niemand zusammengeschlagen. Das ist doch schon mal was. Hier oben ist wieder der Kontaktmann, ne, des Kollektivs, mit dem wollte ich auch noch mal reden. Pathfinder, you have questions about the collective? Naja, ich habe da so eine geheime Basis gefunden, hier ist alles gut. Thanks for your time. Of course, Pathfinder. Of course. Hm, na gut. Ach, wir haben schon so lange nicht mehr in den Codex geguckt, ne, weil da auch einfach nichts kam. Das müssen wir mal am Anfang der nächsten Folge wieder machen. Das ist Charl. Pathfinder. I'm uncomfortable here. I'm trying to be cheerful, but I'm not doing a good job. Charl, keep your voice down. Why? I am not ashamed of my feelings. Ja, das ist okay. So, hat Umi noch was zu sagen? What can I get you? Ach, Umi, nee, alles gut. Actually, I'm okay. Whatever. Ja, mit Umi wollten wir uns hier irgendwie, Reyes hat sie erwähnt, glaube ich. You look like you're waiting for someone. That's my line. Ugh, you want a drink or a room? Information, actually. That'll cost you more than a round of drinks. My friend's good for it. Was? You still owe me for the last time. Fine, fine. It was just a joke. I've got a bottle of Elasa I'm willing to part with. What do you want to know? Zia Cordier. She been around recently? You mean your ex? Yeah, she was here. Hmm. Ein bisschen Eifersuchtsdrama hier. Ex? As in girlfriend? Girlfriend's such a strong word. We had drinks occasionally, so... She was here? Yeah, met with a Solarian. Shifty guy I'd never seen before. Maybe it was the charlatan. Anything's possible. You overhear their conversation? They were planning to meet someone at Spirit Sledge. Thanks, Umi. Whatever. You didn't hear it from me. If you check the meeting spot, I'll follow the collective lead. Doubt Zia was meeting the charlatan, but you never know. Na, jetzt fragen wir mal, worum es geht. Is this job about getting your cargo back or one-upping an ex? Why, Ryder? Are you jealous? Just answer the question. It's about the cargo. I'll work my contacts. Give me a call when you get to the meeting spot. Okay. So, hat Drake wenigstens Spaß? Der sieht doch so aus.
You know, Kadara ain't half bad. Nexus could learn a thing or two. Oh, okay. Erzähl mir mehr davon. Why do you drink here instead of Tartarus? This place has Umi. She gets me. Or at least she keeps pouring. Geil. Who do you think the charlatan could be? Anyone or no one. A lot of people would rather get behind a story than face reality. I assume you have opinions about Sloane? That's putting it lightly. Sloane switched sides, helped the uprising when she was head of Nexus Security. I don't like Tan any more than I like her, but loyalty counts. How does this place stack up to the Krogan colony? Hard to compare. The colony's ours. It works for Krogan. But these exiles are onto something here if they could just get along. Tja, wenn. Aber was denn für eine Kroganer-Kolonie? We'll see. Keine Ahnung, was für eine Kroganer-Kolonie er da meint. Die einzige Kolonie, die Kroganer haben können, ist ja im Moment auf der Nexus, ne? So, ich wollte mal gucken. Hier rennen ja bestimmt noch mehr von unseren Leuten rum. Zumindest, wenn ich dieser Anzeige hier trauen kann. Was quietscht denn hier so? You okay? None of your business, Innard. Okay, alles klar. Whoa, sorry. Just wanted to help. Your kind never just offers something. There's always a price. Living under Sloane, I can see why you'd think that. But we're not all the same. You do look different from the others. Cleaner. So what's troubling you? My sister, Morga, works the pipes. Makes sure the port has filtered water. But she's been missing for 3 days. Oh, haben wir uns nicht mit der unterhalten? Is Morga's line of work dangerous? Yeah. It can be. Kadara's water is highly acidic. Fixing a leaky pipe could result in major burns. But no one knows Kadara's filtration system like Morga. Is it unlike your sister not to check in? Extremely. We're all that's left of our family. The rest were murdered when the Ket invaded Kadara. Okay. Na dann sehen wir uns mal nach ihr um. I'll keep an eye out for your sister. Thank you. Pathfinder, we could use the grates to scan the pipes at a safe distance. Okay, das machen wir mal bei Gelegenheit. Eigentlich wollte ich hier gerade noch nach... Da war doch noch Crew eingeblendet. Da drüben ist Vetra. Und wir sollen ja auch noch medizinische Vorräte finden, ne? Ich frage mich, ob sie hier drin irgendwo gibt. Da hatten wir ja schon mal nachgeschaut, denke ich jedenfalls. Ah, Schnellreisestation, praktisch. Da, medizinische Vorräte. Hallo, das zu, okay. Da ist, glaube ich, das Gefängnis, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Aber medizinische Vorräte. Keine Ahnung. Drüben ist auch zu. Ja, wir kommen da noch hin, dass wir die finden. Da bin ich mir ganz sicher. Also wir gucken erstmal nach Vetra, die soll hier drüben angeblich stehen. Vetra. How's that pistol working out? It's fine, I think. Do you offer lessons? Wo ist Vetra? Also die nicht hier, direkt hier quasi. Achso, hier beim anderen Händler steht die. Ach so, ich habe kein Jumppack gerade. Bin ich voll gewundert. Unsere Vetra, da ist Vetra. Hey, alles gut. The people I knew who left in the uprising ended up here. Good for them, good for me, and good for the Nexus. You didn't hear me say that. Okay. Lips sealed. Thanks. I'm trying to protect you too.
If leadership finds out you know about me trading here, you have enough to deal with. I don't want to give them reasons to meddle. Appreciated. I've got a couple calls to make, so I'll let you go. Ja, die ist hier beschäftigt. Persönliches Log von Jun Seo-No. Samantha. Haben wir das nicht schon? Hm. Ja, also wer möchte, konnte es jetzt gerade lesen. Ich meine, wir kannten das schon. So, wen haben wir denn hier noch alles? Hier haben wir irgendwo noch Cora rumzugurken. Und ups, so, hier haben wir das Landeding. Ist eine Etage tiefer. So, und Cora ist bestimmt da oben, ne? When the initiative failed us, Sloan remains silent. Bibi! You won't believe this. Ryder, I recognize these people. The exiles. Some aren't exactly pleased to see us. Mm-hmm. I've been getting a lot of angry looks. Eyeball him right back with a curl of your lip. Yeah, good plan. Thanks. Ja, let's do what we have to, then scram, huh? Gute Idee, Pibi. Liam und Jim. Dann muss sie doch irgendwie unten sein. Die gute Cora. Kümmern wir uns gleich drum. Ich bin jetzt neugierig und will wissen, was sie hier so erzählen. Pathfinder. Liam? Pathfinder, feeling out of place at the moment. And side effect, coming here makes me hate Tan a whole lot more. These were our people. Ja, wir holen die zurück, definitiv. Our job is to get people home. That includes Kadara. Glad to hear it. They were exiled to nothing and built up to this. We need that on our side. Ja, eigentlich, ne? Jimbo. Oh, thank God. Didn't think anyone would stop. I need you to deliver a message. Please. Warum? First, tell me why they've got you locked up. I may have had too much to drink and urinated on one of the guards. No may have about it. My boots still smell of piss. I've always been a bad drunk. Right. What kind of message? Nothing illegal. I just need to get word to my girlfriend. She's probably worried sick. Klar. All right. What's the message? My girlfriend Sila works at Tartarus. Most beautiful Asari you've ever seen. Skin like the ocean, eyes like. Die Nachricht. Jim, the message. Right. Tell Sila I've run into a complication. But I'll have the credits to pay Sloan's protection fee soon. Ask her to wait for me. Oh, and leave out the part where I'm in jail. Thanks. Ah, ja, mal gucken. So, Verhaltenskodex der Verbannten. Aha, ich habe in letzter Zeit zahlreiche Berichte über Fehlverhalten gegenüber den Einheimischen erhalten. Ich werde das nicht tolerieren, Sloan versucht Helios zu verbessern, wie es den Nexus versprochen, aber nicht eingehalten hat. Wer die Farben der Verbannten trägt, repräsentiert sie und ich werde nicht zulassen, dass jemand Sloan unehrenhaft repräsentiert. Da wir anscheinend alle unterschiedliche Auffassungen von Ehre haben, habe ich einen Verhaltenskodex erstellt. Wer sich nicht daran hält, kriegt es mit mir zu tun. So, was haben wir hier? Keine Respektlosigkeit gegenüber Sloan oder anderen Verbannten. Öffentliche Prügel sind nur als disziplinarische Maßnahme gestattet. Trunkenheit ist bis zu einem gewissen Maße in Ordnung. Bringt die Angara nicht gegen euch auf, aber lasst ihnen auch nichts durchgehen. Kennt ihr jemanden, der sich den Verbannten anschließen möchte? Sehr gut. Schickt ihn zu einem Anwerber. Alle neuen Mitglieder müssen die vorgesehenen Wege beschreiten. Kein Kontakt mit der Nexus ohne Genehmigung. Kein Kontakt mit dem Kollektiv. Während der Schicht wird nicht geschlafen, kein Geschlechtsverkehr während der Schicht, außer Dienst geht alles, solange ich es nicht erfahre. Schutzgebühren sind nicht verhandelbar, alle Gebühren müssen pünktlich kassiert werden, verlangt nicht zu viel oder zu wenig. Sollte etwas unklar sein, kommt zu mir,
Aber eigentlich durfte es keine Fragen geben. Kitas. Thema Kollektiv. Falls keine ausdrücklichen gegenteiligen Befehle vorliegen, darf niemand potenzielle Mitglieder des Kollektivs in Kadara Port angreifen. Ja, Sloan und ich wissen, dass sie Agenten und Anwerber im Kallas und auf dem Markt haben. Und ja, wir werden etwas dagegen unternehmen, wenn die Zeit reif ist. Die Verbannten profitieren von unserer aktuellen Stellung, weil Sloan zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Zug gemacht hat. Und so wird es auch sein, wenn wir beschließen, das Kollektiv loszuwerden. Na klar. Außerhalb der Waffenstillstandszone steht es euch selbstverständlich frei, die Mistkerle zu erledigen. Die Geister wissen, dass sie es verdient haben. Keine angaranischen Rekruten, aha. Unsere Anwerber haben gemeldet, dass einige Angara Interesse gezeigt haben, sich uns anzuschließen. Einige von euch haben sie sogar dazu ermutigt. Hört damit auf. Zumindest im Moment dürfen nur Exilantenmitglieder der Verbannten werden. Nicht alle Angara sind glücklich über unseren Aufstieg zur Macht. Bis wir wissen, dass unsere neuen Freunde vertrauenswürdig sind, werden keine Verbannten aus ihnen. Kitas. Na geil. Okay, Misstrauen allenthalben. Das gehört hier zum guten Ton. Kann ich hier drüber klettern? Und finde ich so richtig, ne? Und wenn die Türen nicht immer so lange brauchen würden. So, ich wollte noch einmal mit Cora reden. Die muss ja dann dementsprechend hier unten runter sein. Pathfinder, I'm afraid Sloan put you on the no recruit list. No. We can still talk, right? I want to know more about the outcasts. I'll answer what I can. Tell me about Sloan. Before the uprising, she was head of Nexus Security. She gave up her position to protect us. We'd be dead if not for her. Do you know her personally? She makes it a point to get to know all of her people, which is a lot more than the charlatan can say. Yeah, okay, das stimmt. Things seem tense between the outcasts and the collective. They're a bunch of hypocritical upstarts who hide their dirty tactics behind good business. See? There's that tension. Sloan will make quick work of them. Why hasn't she done so already? It's not for me to question her methods. Kadar is ours. Nothing's gonna change that. Okay. What does it mean to be part of the outcasts? For most people, it's a sense of security. Something desperately needed in Helios. You didn't feel secure on the Nexus? You weren't there during the uprising. It was chaos. And the idiots running things only made it worse. Thanks to Sloan, we have direction. A family. So you're happy under Sloan? Yeah, guess I am. Can't say this is what I expected when I signed up in the Milky Way. But I came to Andromeda to be part of something bigger than myself. I have that with the outcasts. Ja, Struktur. Also eine typische Gang eigentlich. Can anyone join the outcasts? Besides me, of course. Anyone can show interest, but Sloan has final say on who becomes a member. I'm guessing there's a selection process. All recruits undergo a series of trials that tests their endurance, loyalty, and intellect. Okay. Interessant. That's all for now. See you around, Pathfinder. Na klar. So, wo ist jetzt Cora? I can do one shield emitter, not three. Don't have three. Grenades. Ich dachte, die müsste irgendwo hier sein. Was sagt denn die Karte? Karte sagt ganz woanders. Ach so, okay. Karte sagt hier durch die Tür. Ah, da müssen wir auch direkt an ihr vorbeigerannt sein, oder nicht? Jetzt mein Nachtpunkt weg. Ach, da an der Tür steht sie direkt. Gott, gar nicht gesehen. Hi. Guarding the Tempest? The Nomad. Got some attention when we disembarked. And it's a lot more portable. Seems smart.
Only 3 attempts to steal it so far, and 1 offer to buy it. Na, immerhin. Ja, wie viel? What was the offer? Just so I know how much I'm driving around. Negotiations fell apart when he asked if I came with the car. Weird. Must have been something I aimed. Ja, okay, cool. So, wir werden uns also als nächstes um Morga kümmern. Beziehungsweise, das machen wir jetzt schnell noch. Das scannen wir einmal hier an. Gucken, was dabei rauskommt. Damit wir heute irgendwas Produktives gemacht haben. Und nicht nur Gequatsche. Vitals are negative, Pathfinder. Dead for 3 days. Fits the timeline. Better tell the sister. Na, geil. Die liegt die ganze Zeit da und verrottet. Ja, dann sprechen wir noch mit der Schwester schnell. Mal gucken, ob sie möchte, dass wir rausfinden, wie es dazu kam. I found a body trapped beneath the pipes. I think it might be Morga. I told her not to work alone. Will you be all right? I'll survive. I always do. Thank you. Okay. Das war kurz. So, wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Für heute war es das nämlich schon wieder. Macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.